Hört auf! Sebastian, das ganze Dorf rebellisch! Und das ganze Dorf. Halb so laut geht's auch. Peter, wo stecken Sie denn? Kommen Sie doch. Zur Stelle, Herr Schnack, zur Stelle. Sie wussten wohl Ihren Charakterkopf erster Güte. Aber, Herr Schnack, Ihre werten Maleraugen werden sich die Hände reiben. Man folge mir zu Hain. Also, auf zu Hain! Wie viel Krops hat sie denn das eigentlich gekostet? Das weiß ich nicht genau. Ich habe sie jedenfalls nicht gezählt. Aber das macht ja auch gar nichts. Also der Hain, der freut sich sehr, von der Schule gemalt zu werden. Sie sind direkt eine Ehre. So, na, wie alt los. Ist er denn? Er ist jung und frisch, 90 Jahre. Bist du denn enttäuscht, nicht? Ist er den auch schon mal versüßt? Ja, und den werden sie eigentlich noch alle rauchen. Das ist ein sogenannter Seebombing. Oh, okay, das ist halt nicht so albern. Nein, nein, los, mal ruhig, ruhig. Moment, Moment. Ich rede ruhig. Herr Hain! Herr Hain! Einen Moment, kurze Spannung. Es öffnet sich die Türe und Hain sagt... Tja, das ist schon große Freude, Herr Peter, dass Sie nur doch gekommen sind. Ja. Heute Morgen war ich mir gar nicht so recht klar in den Kopf, was wir gestern Abend ja nun eigentlich so verabredet hatten. Aber ich freue mich wirklich, dass Sie da sind, Herr Peter. Kinder, ich werde verrückt, mein Herz klopft. Ja, was ist das denn? Ich habe doch keinen Geburtstag heute. Warum haben Sie die denn allen mitgebracht? Ja, aber Herr, erinnern Sie sich nicht, das haben wir doch gestern Abend alles besprochen beim Grog, wissen Sie nicht mehr? Das sind doch alles so hier meine Kollegen. Wir wollen sie doch malen. Ja, aber die Mädchens, was wollen die denn hier? Ja, die wollen sie auch mal. Aber nicht doch, Herr Peter, ja. Nee. Sie wollen mich wohl ein bisschen verkohlen, was? Nee. Ich mache Ihnen ja wohl so eine leise Zusage gemacht haben, so von wegen Malen und so. Aber dass ich mich von Frauenzimmern doch, nee, das ist mir doch zu schönierlich. Nee. Wie ich meinen Hain kenne, das tut er ganz bestimmt nicht. Tschüss auch. Ja. Aber Herr Hain, bon vivant, adieu. Aber Herr Hain, wir sind extra jedeswegen aus der Stadt hergekommen. Sie können uns doch nicht so im Stich lassen. Nee, bestimmt nicht. Herr Hain, darf ich mal was sagen? Nee, bestimmt nicht. Moment mal, Herr Schlag, gestatten Sie ja, das, ja? Ich möchte auch mal versuchen. Hallo, Herr Seemann. Ach, lieber Herr Seemann, Sie dürfen uns doch nicht als Damen betrachten. Nee, ganz bestimmt nicht. Na, also, los geht das. Los, wir können ja hier nicht stundenlang vor der Tür stehen. Wenn wir hier nicht malen können, werden wir schon was anderes finden. Herr Schrack, ich weiß etwas. Haben wir keinen alten Fischer, malen wir einen Jungen. Los, Kinder, mach schnell. Kann ich mehr still sitzen? Wäre ja ganz lahm. Bleiben! Peter, halt doch still, fummeln nicht immer rum! Fummeln! 10 Grocks und so einen danken steifen Hals. Sie sollen mich nicht kopieren. Kann nichts dafür, das habe ich doch von Ihnen gelernt. Ja, meinetwegen grundieren Sie waagrecht wie ich. Aber in der Auffassung des Ganzen müssen Sie jetzt endlich mal zu Ihrem eigenen Stil kommen. Man kann Ihnen aber auch nichts recht machen. Ich plage mich doch wirklich genug. Das sollen Sie gar nicht. Malen Sie doch frisch drauf los. Herr Schwarz? Ja? Herr Schwarz, bitte. Kommen Sie doch nur nächstes Mal auch zu mir, ja? Ja. Herr Schrack, ich bitte um eine strenge Kritik. Ja, Frau Crispel. Ich weiß gar nicht, wo ich bei Ihnen anfangen soll zu kritisieren. Ich kann mit Ihrer Malerei nichts anfangen. Wieso denn? Verstehe ich gar nicht. Ihr Vorgänger wünschte dieses Insekten. So? Da müssen Sie ihn falsch verstanden haben. Um so drauf losmalen zu können wie Sie, da muss man ein bisschen mehr von der Technik verstehen. Ich möchte mir ja gerne Ihre Technik aneignen, Herr Schrack. Aber Sie kümmern sich also auch ein wenig um mich. Hört doch mal, wie die Knispel flötet. Die klopft immer noch, der Schrack beißt an. Hallo, du! Was zerreißt denn das? Ich hab das sehr schön gefunden. Schrack gefällt's nicht. Alles, was ich mache, gefällt ihm nicht. Nur um dich kümmert er sich aber am meisten. Ach, da guck noch mal, wie er sich da mit der Knispel abgibt. Das tut er doch nur, weil es die Tochter von Direkt ist. Mein liebes Fräulein Knispel, ich trenne durchaus Leistung und persönliche Beziehung. Ich bin ja so schrecklich unbegabt, nicht wahr? Nein, Sie haben durchaus Sinn für Farbenwirkung. Wirklich? Zu Plakat entwerfen brauche ich ja auch nicht mehr. Hm? Ja, guck mal. Barbara macht natürlich wieder das Rennen. Ich halte das nicht mehr aus, dass ja ihr Menschenschinderei ist. Pete, du musst noch sitzen bleiben. Jetzt darf von dir aus keiner aufhören. Ich habe mein Kunstwerk vollendet. Herr Schrack, das Modell braucht eine Pause. Einverstanden, Schluss jetzt. Wunderbar, wir gehen baden.
Was meinen Sie denn da, Hübsches? Einen Walfisch. Oh, Verzeihung. Da möchte ich nichts hören. Sie denken auch immer nur an Arbeiten. Einen Augenblick bitte, ich bin gleich fertig. Sie haben Ihr Frühstück überhaupt noch nicht angerührt. Herr Schrack, jetzt müssen Sie aber endlich etwas zu sich nehmen. Nee, nee, nun lassen Sie mal das. Ich stelle es ja auch. Nicht. Also nehmen Sie in der Hand. Kommen Sie, ich nehme Ihnen das schon ab. Man muss Sie direkt zwingen dazu. Naja. So. Vergessen Essen und Trinken. Sind ja gar nicht mehr wegzukriegen von Ihrem Bild. Ja, das ist auch sehr schwierig. Das kann doch nicht schwieriger sein wie andere Bilder. Herr Schrack, Sie, das habe ich schon immer gemerkt. Wenn die Maler was mit dem Herzen malen, dann malen die Tag und Nacht. Reden Sie doch keinen Unsinn. Herr Schrack, ich weiß Bescheid. Der Herr Direktor, Herr Schrack. Herr Direktor? Na, lieber Schrack, da haben Sie ja schon Ihre Bilder für die Ausstellung zusammengestellt. Jawohl. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet, diese Frau Justizratschmidt. Sie sind wirklich ein hervorragender Porträtmaler. Na, auf die Bilder hin werde ich ja wohl kaum Professor werden. Warum denn nicht? Weil sie konventionell gemalt sind. Man muss ja die Leute malen, wie sie es wollen, nicht wie ich sie sehe. Oh, sie übertreiben, Schlag. Man kann sich in dieser Stadt ja nicht entwickeln. Woher soll man denn seine Anregungen nehmen? Nein. Es kommt nur davon, weil sie so zurückgezogen sind. Glauben Sie? Bestimmt. Aber das haben Sie ja gar nicht nötig. Mein Haus steht Ihnen jederzeit offen. Sie sollten nur mal hören, wie meine Tochter von Ihnen schwärmt. Herr Direktor. Dabei verdienen Sie das gar nicht. Das arme Mädel heult sich die Augen aus, weil sie das Gefühl hat, Sie halten sie für unbegabt. Dann hören Sie mal zu, lieber Schack. Was halten Sie von der Begabung meiner Tochter? Ich als Vater habe ein befangenes Urteil. Glauben Sie nicht, dass sie auf dem richtigen Wege ist? Herr Direktor, ich weiß nicht. Offen gesagt, ich glaube nicht. Herr Direktor, stimmt's? Ah, da hänge ich ja schon, fertig zur Ausstellung. Wie? Wenn man vor Spiegel steht, dann sieht man sich ganz anders. Gott, wenn es einem Maler doch gelingt, so das innere Format, die Geistigkeit eines Menschen so zum Ausdruck zu bringen. Ich habe es freut mich, dass Ihnen das Bild gefällt. Und sind Sie, Herr Direktor, dazu spaßig? Ich habe nämlich nie daran gedacht, mich malen zu lassen. Aber Ihre Tochter hat mich bestürmt. Sie sagt, es gehöre zum guten Ton, sich bei Schrack malen zu lassen. Und wenn dieser junge Maler einmal berühmt wird, wem hat das zu verdanken? Nur Ihrer Tochter. Wir sehen uns, Herr Schrack. Auf Wiedersehen, Herr Direktor. Naja, bei Frauen schmeicheln Sie. Natürlich, meine Damen, Sie wollen immer schön sein. Immer noch schöner. Wir Herren der Schöpfung, wir legen ja Wert auf den Ausdruck der persönlichen Note. Ja. Ich bewundere Ihr Talent, immer gerade das Wesentliche des Objekts zu treffen. Aber eigentlich bin ich einer ganz privaten Angelegenheit wegen gekommen. So, dann gehen wir vielleicht hier herein. Hier ist es etwas gemütlicher. Ja, bitte. Darf ich Sie weiter bitten? Es handelt sich um meine Tochter Gussi. Was haben Sie denn da? Das ist ja ausgezeichnet. Ein bisschen sehr wenig angezogen. Aber die Linie ist tadellos. Ich gratuliere, Herr Schack. Ja, Alfred, Sie wollten mich wegen Ihrer Tochter sprechen. Achso, ja, natürlich. Ja, darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen? Ja, danke. Ja, es handelt sich darum, Herr Schack, dass Sie meiner Tochter bestätigen, dass Ihr Talent höchst mangelhaft ist. Ich selbst bin der Überzeugung, dass nicht viel dahinter steckt. Es tut mir leid, Herr Alfner, aber das ist ganz unmöglich. Ihre Tochter ist ein außergewöhnliches Talent. Sie sehen mich aufs Höchste erstaunt. Herr Schack, ich habe zu Hause des Öfteren mit Genugtuung festgestellt, dass Sie an meiner Tochter schärfste Kritik geübt haben. Aber das geschah eben aus dem Grunde, weil sie so begabt ist. Ja, das erschwert meine Mission allerdings wesentlich. Aber ich bin der unbedenklichen Meinung, dass wir doch noch zu einem guten Endergebnis kommen werden. Kann ich offen zu Ihnen sprechen? Aber natürlich, bitte. Ich als Geschäftsmann, ich habe natürlich gar kein Verständnis dafür, dass meine Tochter Malerin wird.
Malerei ist für mich eine absolut brotlose Angelegenheit. Und dieser meiner Ansicht schließt sich eine nicht unbedeutende Persönlichkeit an. Gussis Bräutigam, ihr zukünftiger. Ja, ich finde, wenn sie wenigstens Fotografin werden wollte, mit so niedlichen kleinen Kinderbildern, da kann man doch noch sein Brot verdienen. Aber Gussi hat es ja gar nicht nötig. Meine Tochter wird heiraten. Und daher werden Sie es verstehen, wenn ich Sie darum bitte, durch eine dementsprechende Äußerung von Ihnen der Sache ein glückhaftes Ende zu geben. Herr Alfred, es tut mir leid, dass ich Ihren Wunsch nicht erfüllen kann. Aber es widerspricht meiner Berufsauffassung. Außerdem glaube ich nicht, dass mein Urteil eine Heirat Ihrer Tochter fördern oder verhindern kann. Wieso? Verstehe ich gar nicht. Gibst du denn so viel auf sein Urteil? Ja. Ich halte Schack für einen ehrlichen und aufrichtigen Künstler. Jetzt möchte ich eins von dir wissen, Vater. Wer ist begabter? Barbara oder ich? Wieso? Warum? Weil er Sie in seine Sonderklasse aufgenommen hat. Ja, da wird er wohl seinen Grund dafür gehabt haben. Gib mir doch mal einen Streich und so. Grund? Weil sie ihm gefällt, natürlich. Aber Maria, Schack wird niemals sein Urteil von persönlichen Dingen abhängig aber machen. Aber glaub mir doch, Vater, er interessiert sich für Barbara. Ich weiß es doch ganz genau. Das ist nämlich eine ganz kokette Person und da fällt er drauf rein. Mein Kind, vergiss nicht, dass ich der Leiter dieser Schule bin. Und du darfst mich nicht allzu sehr mit so persönlichen Dingen belasten. Ich kann es nicht ertragen, dass er immer alle anderen mir vorzieht. Aber mein Kind, was ist denn mit dir? Bedeutet dir den Schrack wirklich so viel? Papa, ich bin so unglücklich. Du musst mir helfen. Wozu soll ich dir denn helfen? Dass die Schrack in seine Sonderklasse aufnimmt oder dass er dich heiratet? Du redest immer von heiraten, Papa. Sieh mal, Bruno ist ja ein netter, lieber Kerl. Ja, das ist er, ja. Aber ist doch ein ganz nüchterner Geschäftsmann. Und wer weiß, ob der Verständnis für meine künstlerischen Interessen hat. Das hat er. Bitte hier. Ja, hier. Wer ist Erster im Amateurtanzturnier in Baden-Baden geworden? Bruno. Ich verstehe dich also gar nicht. Warum willst du ihn denn nun nicht heiraten? Aber Papa. Ja, ich will dir damit nur zum Ausdruck bringen, dass Bruno ein aufgelockerter, kunstverständiger Mensch ist. Du glaubst gar nicht, wie Bruno entzückt sein würde, wenn du ihm zu Weihnachten so ein hübsches, nettes, kleines Bildchen malst. Wenn es dir Spaß macht, zu Ostern auch. Und wenn ich nur so begabt wäre, hübsche Weihnachtsbilder zu malen, dann würde ich gar keinen Pinsel mehr anrühren. Hoppla, hoppla, hopp. Ich glaube, du überschätzt dein Talent. Ich halte dich nämlich für unbegabt. Und ich stehe übrigens mit meiner Meinung nicht allein da. Es ist mir gelungen, ein prominentes Urteil über dich einzuholen. Man sprach von einer höchst mittelmäßigen Begabung. Wer hat das gesagt? Meine Diskretion verbietet mir, dir den Namen zu nennen. Wer, Vater? Gussi. Du sagst mir jetzt, wer das gesagt hat. Das werde ich nicht tun. Ich will aber jetzt wissen, wer hat das gesagt? Schack! Herr Schack? Ich bin vor denen angekommen. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich an Ihrem Sonderkurs nicht mehr teilnehmen werde. Ja, warum? Wieso denn? Ach so. Ja, Sie haben jetzt zu Hause natürlich mehr Verpflichtungen. Ich finde, ein unbegabtes Mädchen soll sich doch mehr um den Kochtopf kümmern. Franzi, Frau Gussi, was haben Sie denn? Was ist denn los mit mir? Warum haben Sie mich denn erst in Ihren Sonderkurs aufgenommen, wenn Sie mich für unbegabt halten? Wer hält Sie für unbegabt? Sie haben es meinem Vater doch gesagt. Das habe ich niemals gesagt. Wirklich nicht? Wirklich nicht. Na, dann hat ja wohl der Herr da oben mächtig gelogen. Na. Der möchte nämlich so furchtbar gern, dass ich unbegabt bin, aus ganz bestimmten Gründen. Herr Schrack, muss ich heiraten? Was fragen Sie mich? Na, ich meine, halten Sie mich für so unbegabt, dass ich heiraten muss? Begabung schließt doch eine Heirat nicht aus. Aber es kommt doch immer drauf an, wen man heiratet, nicht? Ach, Kinder, die Gussi ist schon da. Kommen wir so verspätet, Herr Schrack? Herr Schrack, das Unglück folgt uns auf dem Fuße. Wer naht? Frau Justizrat Schmidt. Ja, darf ich bitten? Herr Schrack. Herr Schrack, ich komme zu Ihnen. Ich möchte Ihnen sprechen. Oh Gott! Da!
Oh, ja. Habe ich nicht getan. Ja, ich wollte mit Ihnen sprechen wegen des Bildes. Jawohl, ich habe Sie, ich habe Sie ja gestern leider nicht getroffen. Bitte, Frau, wollen Sie Platz nehmen? Dankeschön, Herr Schrank. Also, komm, mein Hübschen, komm, mein süßes Hundchen. Wie gesagt, ich komme wegen des Bildes. Es soll doch ausgestellt werden, nicht wahr? Ja, natürlich. Na, ich bin dagegen. Warum denn, Frau? Na, Fifi ist ja ganz lebensecht, aber ich... Frau, was haben Sie denn gegen das Bild? Gelinde gesagt, Herr Schrack, ich fühle mich gar nicht getroffen. Ich habe Ihnen das doch bei den Sitzungen schon immer gesagt. Ich sehe mich ganz anders. Donnerwetter. Das ist aber ein Ding. Wunderbar. Diese Linien. Also, das ist direkt ein Meisterwerk. Ich finde es ausgesprochen schwach. Das kann ja jedem Künstler einmal passieren. Wie gesagt, viel, viel, viel großartig. Aber im Bild würde mich doch mein eigener Mann nicht erkennen. Wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, Herr Schrack, fahren Sie mal nach Paris. Studieren Sie das Lächeln der Mona Lisa. Das ist ein ganz anderes Lächeln. Das ist ein Grinsen. Ein Grinsen ist das. Mit diesem Bild werden Sie nie Erfolg haben. Also damit Sie so großen Erfolg haben. Kinder, das wird doch Clou der ganzen Ausstellung. Und deshalb hat er es uns verheimlicht. Jeder ist auch nicht so offenherzig wie du. Hampelmann, fang nicht schon wieder an. Also nicht wahr, Herr Schrack, es bleibt dabei. Sie müssen einsehen. Eine Dame aus so gutem Haus wie ich kann sich in einem großen Saal so nicht öffentlich aufhängen. Auf Wiedersehen, Herr Schrack. Komm, Fifi, komm. Auf Wiedersehen, Ach. Hallo, komm zurück. Hier ist der Böse. Aber was macht ihr denn schon wieder für Dummheiten? Sie haben uns was unterschlagen! Natürlich. Wer hat denn das gemacht? Ich habe sie entdeckt, Meister. Ja, und wie gefällt's euch? Primissima. Ja? Gut. Ja, dann kommt's arbeiten. Also endlich kommt mal ein anständiges Bild auf die Ausstellung. Welches denn? Na. Die Susanne im Bade. Nein. Ich verstehe nicht, lieber Schrack, warum Sie das Bild nicht ausstellen wollen. Ich halte es für eine ganz ausgezeichnete Arbeit. Ich habe das Bild für mich gemalt, nicht für die Öffentlichkeit. Ja, das ist aber schließlich der Sinn der Malerei, dass sich die Öffentlichkeit an einem gelungenen Werk erfreuen soll. Für einen Maler hat es zu allen Zeiten Gründe gegeben, das eine oder andere seiner Werke nicht zu zeigen. Ich habe einen ganz bestimmten Menschen dargestellt. Einen Menschen, der mir mehr bedeutet als ein Modell. Ich verstehe. Sie haben Ihr persönliches Empfinden hineingemalt und glauben nun diesen, wie soll ich mich ausdrücken, diesen Privatfall nicht öffentlich zeigen zu können. Ja, Herr Direktor, ich habe auch gar nicht die Berechtigung dazu. Mag ja sein, dass niemand die Person erkennen wird. Aber solange diese Möglichkeit besteht, darf ich das Bild nicht ausstellen. Sie können ja hier auf Herrn Schrack warten. Ja, der muss jeden Augenblick wiederkommen. Der ist bloß mal zu Ihrem Herrn Vater runtergegangen. Wie? Ach so, ja. Ich danke, Frau Blum, ich werde warten. Fräulein Knippel, soll ich Ihnen mal was Feines zeigen? Einen neuen Schrack. Nicht doch. Der kann jeden Augenblick wiederkommen. Der hat noch keinem Menschen das Bild gezeigt. Wir erwarten das Modell. Er hat gar keins dazu gehabt. Er hat das Bild mit ganz anderen Augen gemalt. Hier. Sie dürfen mich aber nicht ver... Nein. Sehen Sie. Das ist ja gar nicht Barbara. Sehr nettes Fräulein. Was ist die? Nett ist die? Ja. Der dumme Pute ist das. Was hat er nur für einen Grund, das Bild nicht auszustellen? Ja. Ein anderer wäre froh, wenn er sowas geschaffen hätte und würde überall damit rumhausieren, damit es auch ja jeder sieht. Und er versteckt sich damit und versauert hier. Ja, ja. Da malt er da diese reichen, aufgetakelten alten Schachteln, weil sie Geld haben und weil sie zahlen können. Die wissen doch gar nicht, dass er was kann. Die kommen doch nur, weil aus Eitelkeit kommen die. Überhaupt diese Ausstellung so was Albernes. Ja. Müssen die Lehrer ihre Arbeiten ausstellen, als wenn sie einen Befähigungsnachweis bringen. Ach, ja. Und Schracks Bilder, die hängen in dem guten Stuben über dem Plüschsofa. Da müssen sie raus! Raus müssen sie, aber schreien nicht so. Aber er will doch nicht. Ja, dann muss er eben. Mit Gewalt. Ja, mit Gewalt. Aber Herrschaften, wie machen wir das denn? Wenn wir was dazu tun könnten. Wir können. Was? Wieso denn? Ich habe eine Idee. Ach, sie hat eine Idee. Na ja, du lass sie doch auch mal reden haben. Wir werden das Bild klauen und hängen es in die Ausstellung. Klauen? Ach, ist ja Quatsch. Nee, das ist gar kein Quatsch. Klauen ist ja wunderbar. Wir klauen das Bild, Hampel. Doch, die Sache ist gut. Bist ein helles Kind, hätte ich dir gar nicht zugetraut. Ja, aber wer soll es nur klauen? Ich. Nein, ich? Ich habe die Idee gehabt. Kannst du ja überhaupt nicht tragen, ist ja viel zu schwer. Dann wird mir eben Peter helfen. Wird mir eben Peter helfen. Und wenn du platzt. Hallo, Herr Kahn.
Ach, grüß Gott, wie geht's? Hier ist für euch ein reizendes Zusammentreffen. Ja. Sind Sie denn wieder hier in der Stadt? Ja, in einer geschäftlichen Angelegenheit. Ach, geschäftlich hier in unserer Schule? Wieso? Ach so, nein, Herr Alfgen hat mich gebeten, ich möchte doch seine Tochter abholen. Ach so, ja. Ja. Na, und Gussi ist noch gar nicht da. Ja, eben. Das ist aber komisch. Ja. Dabei ist der Unterricht schon eine ganze Weile zu Ende. So. Ja. Na, sie wird sich wahrscheinlich ein bisschen verplaudert haben, das nicht? Stimmt. Apropos, Sie kommen doch auf unser Fest. Aber selbstverständlich. Sie wissen doch, es war so nett vorgesehen. Ja, reizend. Frau Bruno. Ach. Nett, dass Sie mich abholen kommen. Ja. Also auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf dem Fest. Ja, ja. Servus. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Na, Sie haben mich ziemlich lange warten lassen. Wir haben noch was Wichtiges zu besprechen gehabt. Bitte schön. Ich verstehe nicht, Fräulein Gussi, dass Sie sich so für Ihren Lehrer einsetzen. Warum denn nicht? Ist doch ein fabelhafter Kerl. Na, ich weiß nicht, ob es richtig ist, wenn man von seinem Lehrer in so überschwänglichen Tönen spricht. Allerdings, dafür können Sie kein Verständnis haben. Nummer 33. Frau Justizrat Schmidt ist nicht da. Wahrscheinlich hat sie sich selbst zurückgezogen. Was ist nun vor? Tja. Hängen wir das nächste Bild hin, stimmt der ganze Katalog nicht und hängen wir nichts hin, bleibt eine unschöne Lücke im Ganzen. Bei einer schreitenden Bewegung muss man auf die ständige Verschiebung des Gleichgewichts von einem Fuß auf den anderen achten. Und die anderen? So, weiter, weiter, weiter. Ja. Da ist er ja. Herr Alfgen. Ein statiöser Herr. Auf Ihr Spezielles, Herr Alfgen. Muss mal raus, Herr Lehrer. Ruhe! Los, 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 los. Und du hältst Wache. Gemacht. Was ist denn heute hier los? Ach, nichts, gar nichts. Was haben die denn? Ich weiß es nicht. Lass mich doch. Herr Schrack, Sie werden es kaum für möglich halten. Aber ich muss mal dringend telefonieren. Danke. Ich kann nur mal doch einen solchen Quatsch. Wann bringt euch denn die Ausstellung so aus dem Häuschen? Wäre das doch noch erwarten können. In einer halben Stunde habt ihr das überstanden. Haben Sie kein Lampenfieber, Herr Schrack? Das ist ja Unsinn. Wegen der paar Porträts, die ich ausstelle. Wirklich fabelhaft gemacht. Dafür kriegst du jetzt auch einen Kutschen. Um Himmels Willen, wieder. Warum glaubst du denn, Kamel? Entschuldige mal bloß. Bei euch kann man ja nie wissen. Ein Dieb wird zum Beispiel beim Dahinschleichen weichere Bewegungen zeigen. Aber den haben wir ja nicht. Aber den Rahmen. Ja, den Rahmen. Moment. Trotzdem wird seine Beinmuskulatur sehr angespannt sein. Der kommt doch gleich. Nee, 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 hier, mehr rechts. Hier. Ebenso werden beim Hochreichen die Auswärtsstrecker eine große plastische Wirkung bekommen. Gut. Schönen guten Morgen, Frau Gülmann. Na, Sie werden ja auch jeden Tag jünger und schöner. Na, du schmeichelst mir mal nicht, Frau. Ach ja, Frau Gülmann, kommen Sie mal her, kommen Sie mal her. Ich wollte Sie schon immer mal was fragen. Ja, was denn? Sagen Sie mal, Frau Gülmann, waren Sie schon mal in Neapel? Nee. Waren Sie noch nicht? Kennen Sie da den großen runden Platz gleich rechts um der Ecke? Nee. Nee, mit der kleinen Gasse? Und dem geheimnisvollen Schloss? Nee. Kennen Sie nicht? Nee. Nee, wirklich nicht, Herr Bauer. Ich auch nicht. Neapel? So, nun sehen Sie sich mal die Muskeln an der Figur an. Das Bild! Was für ein Bild! Was ist denn hier los? Das war einmal dem Herrn Professor Riedel seine Venus. Frau Justizrat Schmidt, das ist ja großartig. Das ist doch wohl auf Ihre Zunge. Nee, ich denke, so sieht's aus. Ach, Frau Justizrat, so reich und verwickelige Sache. Und wie Sie wieder aussehen, das habe ich mir meinen Mann vorgestellt. Mutter. Ach, wir kennen uns ja schon. Aber trotzdem. Ja, er beschäftigt sich immer so viel mit dem Hühnchen. Oh, man süß. Wunderbar.
wundervoll ist diese Ausstellung, die Ihr Vater das wieder gemacht hat. Ja, mein lieber Vater gibt sich über große Mühe in diesen Dingen. Das sieht man aber auch. Bitte schön. Oh, was ist das denn? 33. Vor Justizquatschen. Aber das ist doch unerhört. Ist denn niemand hier, bei dem man sich darüber beschweren kann? Oh Gott, wie peinlich. Ich werde sofort meinen Vater sehen. Oh, ich bin sehr froh, Herr Knispel. Hau auf, das wollen wir. Frau Backe, da haben wir ja was Schönes angerichtet. Wie Knispel wieder angibt, was? Der Alte kommt. Herr Direktor, das Bild muss sofort entfernt werden, nicht wahr? Ja, ich muss auch dringend bitten, dass das Bild meiner Frau, ich meine, dieser dumme Akta, sofort verschwindet. Aber gnädige Frau, das ist ja gar nicht nötig. Ich werde die Nummer von dem Bild entfernen lassen, damit es die Verwechslung aus der Welt gibt. Na, siehst du. Ja, das wäre allerdings eine Lösung. Aber ich muss mich wundern, Herr Direktor, dass in Ihrem Institut so etwas überhaupt möglich ist. Ich meine, als solche... Aber gnädige Frau, das kommt ja alles in beste Ordnung. Darf ich Sie vielleicht hinaus begleiten, ja? Auf Wiedersehen. Also, auf Wiedersehen, Herr Direktor. Auf Wiedersehen, vielen Dank. Das müssen Sie verstehen, Frau Christel. Ich habe mich so aufgeregt. Es war... Das wird für Sie noch sehr unangenehme Folgen haben. Komm, Gustav. So was meinen Sie? Komm. Ich will das für Sie alles in Ordnung bringen. So, danke. Sind Sie, meine Herren? Welch ein Unterschied besteht zwischen diesem Aktbild und diesem mittelmäßigen Porträt? Wie? Richtet sich das gegen das Bild oder gegen meine Persönlichkeit? Aber Herr Alfken, ich als Kritiker finde das Aktbild eben besser. Entschuldigen Sie, soll ich mich vielleicht irgendwie nackt malen lassen? Aber Chef, ich habe soeben mein Bild gesehen. Ich meine, Ihr Bild, also fabelhaft. Ich halte Sie für den größten Maler des ganzen Landes. Verzeihen Sie, Alf, nicht. Aber doch keine falsche Bescheidenheit. Nein, ich wollte mich verabschieden. Ach so. Bitte schön. Herr Direktor, das Bild ist wirklich ausgezeichnet. Ich muss Ihnen zu Ihrem Schrack gratulieren. Na, Schrack, Ihr Ehrgeiz hat wohl gesiegt. Sie haben das Bild nun doch ausgestellt. Herr Direktor, Herr Schrack, ich muss Ihnen als Kritiker bestätigen, dieses Bild ist Ihr künstlerischer Durchbruch. Nicht wahr, mein Herr? Ja, das finde ich auch. Danke Ihnen sehr. Herr, ich muss im Moment sprechen. Verdammt, was? Der merkt aber auf alles. Na, Schack, was ist denn mit Ihnen los? Man hat das Bild gegen meinen Willen ausgestellt. Nicht möglich. Wer denn? Wahrscheinlich meine eigenen Schüler. Ach. Kommen Sie mal her. Was haben Sie denn da gemacht? Ach, wir dachten. Ich hatte nämlich gesagt, dass das für vielleicht... Wir haben es doch nur gut gemacht. Herr Schrack wollte nämlich nicht berühmt werden. Da haben wir ein bisschen nachgeholfen. Da müssen Sie sich für Ihren Erfolg eigentlich bei Ihren Schülern bedanken. Also wisst ihr, wenn ihr nicht ausgewachsene Menschen wärt, muss ich mir jetzt einen Rohrstock nehmen. Also ich danke euch schön. Sie glauben gar nicht, wie stolz und glücklich ich bin über Ihren großen Erfolg. Ich habe es ja immer schon gewusst. Ach, was die Leute heute reden, das habe ich schon vor einem Jahr gesehen. Tja, ich bewundere Sie Freund, so. Es ist mir direkt unangenehm, dass Sie mich so mit Ihren Lobsprüchen überhäufen. Da gerade ich derjenige bin, der Ihre Leistungen nicht sehr freundlich wird. Aber ich bitte Sie, Herr Schrack, Kritik muss doch sein. Das ist doch ganz klar. Und ich hoffe, dass Sie mit der Zeit etwas nachsichtiger gegen mich sind. Sie glauben gar nicht, wie ich unter Ihrer Ablehnung leide. Ja, das tut mir sehr leid, Frau Christel. Sie sind so ein hilfsbereiter, netter Mensch. Ja. Ich muss mal ganz offen mit Ihnen sprechen. Darf ich? Ja, bitte, bitte. Heiraten Sie. Werden Sie eine tüchtige Hausfrau? Muss es denn die Malerei sein? Hausfrau? Ich bin also restlos unbegabt. Ja, wenn Sie mich so direkt fragen, dann muss ich Ihnen direkt antworten. Ja. Nein. Schauen Sie mal, wenn Sie sich in der letzten Weise für mich eingesetzt haben, können Sie doch nicht erwarten, dass ich Ihre Leistungen milde beurteile. Das sollen Sie auch gar nicht. Ich danke, ich verzichte drauf. Jetzt brauchen Sie mich ja auch nicht mehr, nicht wahr? Jetzt sind Sie ja berühmt. Berühmt durch ein höchst zweifelhaftes Bild. Was ist denn? So. Müssen Sie unbedingt hier herumlaufen? Aber das sage ich Ihnen. Sie nehmen mir den Inhalt meines Lebens, die Malerei. Sie haben sogar meinen Vater versucht, davon zu überzeugen, dass ich kein Talent habe. Und das alles nur, weil ich nicht Ihr Typ bin. Aber, jawohl, jawohl, wenn ich Ihr Typ wäre, dann würden Sie ganz anders mit mir reden. Wissen Sie, was Sie sind?
eine unruhige alte Ziege, würde ich mit Verlaub Frau Justizrat Schmidt bezeichnen. So, jetzt werden Sie nicht mehr verwechselt. Na und wie gefällt Ihnen nun so das Bild, Vater Lemke? Meine Damen und Herren, wenn ich mir ein Urteil gestatten darf, so handelt es sich hier um eine sehr ansprechend äußerst wohlgeformte junge Dame. Ja, der Lemke, der versteht, auf den lasse ich nicht kommen. Merkwürdig, dass wir uns noch nie Gedanken darüber gemacht haben, wen Schrag eigentlich gemalt hat. Na, ein Modell natürlich. Ach, Modell. Unsere alten, abgeklapperten Schulmodelle, die kennen wir doch wirklich. Vielleicht war es eine ganz andere. Ist das vielleicht gewesen? Bam, bam. Quatsch. Willst du mich ja bloß eifersüchtig machen? Kinder, regt euch nicht auf. Ich war's mit meinem goldgelben Körper. Du warst bestimmt. Ich gehe jetzt. Darf ich mitkommen? Danke. Ich habe zu tun. Ich glaube, es ist doch eine dumme Gans. Aber Peter, so sprichst du von deiner Barbara? Barbara? Ja? Ich finde deine Andeutung ekelhaft. Was für Andeutung? Stell dich doch nicht so dumm. Es glaubte doch kein Mensch, dass die Schrag gemalt hat. So? Ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass ein Maler die Frau malt, die er liebt. Ja, die möchtest du wohl gern sein. Und du vielleicht nicht? Quatsch. Aber durch deine dummen Redereien kannst du doch Schrag in die unangenehmsten Situationen bringen. Ach, und das würde dir wohl sehr unangenehm sein, ja? Uns allen. Dir vielleicht nicht? Ha, mich hat er ja nicht gemalt. Wissen Sie, dass der Maler Schrag eine Schülerin als Modell benutzt hat? Ihr Strich. Was? Da steht Ihr Strich. Was heißt Strich? Scheint ein anonymer Brief zu sein. Ein anständiger Mensch gibt doch nichts auf anonyme Briefe. Und ob es mich interessiert? An anonymen Briefen ist immer was dran. Da steckt doch was dahinter. Es interessiert mich gar nicht, wer das Modell war. Dem Schrag muss man auf die Finger sehen. Schließlich ist doch unser Kind auch dabei. Ich bin doch nicht seine Schülerin. Aber malen wolltest du dich lassen. Und was sagen Sie dazu, lieber Bruno? Ja, lieber Herr Alfgen, selbstverständlich gibt ein anständiger Mensch nichts auf solche Sachen. Aber es muss doch immerhin einen Grund haben, weshalb man gerade ihm diesen Brief ins Haus geschickt hat. Wieso? Na, soviel ich weiß, hat doch Gussi Unterricht bei diesem Maler. Ach, du liebe Güte, Gussi? Und Sie meinen wirklich das Gussi? Habt ihr Schatzkritiken gelesen? Also die Presse ist begeistert. Ich schreibe zum Beispiel in Zeitung, Schlags künstlerischer Durchbruch, ein Meisterwerk. Oder ein neuer Name, der Beachtung verdient. Hier schreibt so eine auswärtige Zeitung, ein neuer Name, Johannes Schrag. Bruno, ich glaube nicht. Hoffentlich. Was habt ihr denn? Was ist denn los? Ach, nichts. Ja. Ach, Bruno, sagen Sie mir doch, was mit Vater ist. Ihr könnt mir doch nichts vormachen. Nur geschäftlichen Ärger. Ja. Unerfreuliche Post. Ja. Und apropos, auf den Akademieball gehen wir nicht. Aber warum denn? Wir waren doch voriges Jahr auch dort. Und gerade dies Jahr, wo Schrag so gefeiert werden soll. Eben deshalb. Der beste Maler, das ist unser Schrag. Ja, unser Maler, der Schrag. Der Maler Schrag. Und sie den Spießer trifft vor Schräg der Schlag. Nein, Schlag heißen wir ab. Ja, abgehört. Nochmal. Und sie den Spießer trifft vor Schräg der Schlag. Sieht er ein Bild und Schrag. Ein Bild und Schrag. Der mal mit uns geübt hat. Sogar die Rinder hat niemand, ja, niemand. Der beste Maler, das ist unser Schrag. Ja, unser Maler Schrag. Der beste Maler, das ist unser Schrag. Ja, unser Maler Schrag. Und jeder Spießer kriegt vor Schreck. Der Schrag, sieht er ein Bild von Schrag. Der malt mit uns geübt an. Sogar den Rinder hat niemand an die Wand. Der beste Maler, das ist unser Schrag. Hier, lies mal. Was ist denn das? Solche Briefe schwirren in der ganzen Stadt herum. Das ist ja eine Schweinerei. Anonyme Briefe gegen Schrag? Ja. Komm mal her. Wissen Sie, dass der Maler Schrag eine Schülerin als Modell benutzt hat, ihr ohne Unterschrift? Das ist ja unmöglich. Wie kommst du denn zu einem Brief? Ja, meine Mutter hat den Brief bekommen. Also wie ist sowas überhaupt möglich? Ja, wie ist sowas überhaupt möglich? Das kommt wahrscheinlich von deiner Barbara mit ihrem albernen Gequatsche. Wer ist denn das Modell? Hallo! Denk
irrt euch. Meine Wirtin hat einen anonymen Brief bekommen. Und sofort hat sie gesagt, das kann nur ich sein. Und wie ich es nicht gleich abgestritten habe, ist sie sofort zur Nachbarin gelaufen und hat gekratscht. Ist das nicht wunderbar? Du, hör mal. Jetzt weiß ich ganz genau, du bist tatsächlich eine strohdämliche Gans. Ich könnte dich in der Luft zerreißen. Aber Peter, was hast du denn? Siehst du, so wie Baba, als wird denn alle Leute in der Stadt reagieren? Ja. Was habt ihr denn? Hat dein Vater auch so einen anonymen Brief bekommen? Nein. Ja. Denk mal nach. Warte mal doch. Na? Ja, bestimmt sogar. Der war heute den ganzen Tag so komisch. Du weißt, dass es mein Prinzip ist, Dinge, die die Schule betreffen, nicht mit dir zu besprechen. Mhm. Aber heute wird ein Mensch angegriffen, von dem du viel hältst. Schrack. Ach, Schrack. Tja, was ist denn mit Schrack? Man sollte ja auf solche Schmierereien gar nicht eingehen. Aber hältst du das für möglich? Wer weiß? Maria, wie sprichst du auf einmal von Schrack? Gott, man kann sich ja mal täuschen, nicht? Weißt du etwas? Ich? Wieso ich? Frag ihn doch selber. Tja, Schrack, ich bin in einer sehr unangenehmen Lage. Sie haben mir selbst damals gesagt, dass Sie das Bild nicht ausstellen wollten, weil die Person, die Sie gemalt haben, einen Privatfall für Sie bedeutet. Ich bin leider gezwungen, Sie zu fragen, ist dieser Privatfall eine Schülerin? Ja. Meine Herrschaften, ich halte es für ganz unmöglich, dass wir hier über anonyme Briefe debattieren. Jawohl, sehr richtig. Ein anonymer Brief gehört in den Papierkorb. Ja, ganz meine Meinung. Meine Herren, die Sache liegt doch etwas anders. Ich habe als Direktor der Schule die Pflicht, auf diesen anonymen Brief näher einzugehen. Ach so, denn Herr Schrack hat mir selbst zugegeben, dass er eine Schülerin gemalt hat. Wie er mir ehrenwörtlich versicherte, nach einer Zufallsskizze, die auf einem Malausflug anfertigte. Ja, das ist doch die Sache in Ordnung. Das ist sie leider nicht. Aber man kann doch darüber geteilter Meinung sein, ob es richtig ist, wenn ein Lehrer eine Schülerin malt. Und sehen Sie? Ich weiß nicht, ob ich jetzt gezwungen bin, einen Bericht an die oberste Schulbehörde zu schreiben. Wir machen uns doch lächerlich, Berichte zu schreiben über einen Mann, der so einen Erfolg hat. Ich sage einfach, das ist wieder so ein gemeiner Neidhammel, der dem Schrack den Erfolg nicht gönnt. Meine Worte. Und diesen Missbrauch, den werden wir zu euch machen. Halt mal, Moment. Regt euch doch nicht auf. Das tut ja dem Schmierfinken viel zu viel Ehre an, wenn ihr ihn so wichtig nehmt. Ja, aber Herr Schrack, ich meine, dann wäre es ja beinahe besser gewesen, wir hätten das Bild gar nicht erst geklaut. Ach, lasst euch darüber keine grauen Haare wachsen. Wir haben uns einen schönen Erfolg zusammen gehabt. Ja, ja. Wenn ich mich nicht aufrege, braucht ihr euch doch erst recht nicht aufzuringen. So, also, lasst euch nicht aufhalten, geht an eure Arbeit, müsst fertig werden. Bis heute Abend. Wir lassen uns doch fest nicht stören, was? Ja, die, wenn ich den erwische, dem reiße ich aber die Hammelbeine. Soll ich das sein, ne? Ja. Naja, also wenn das alles ist, was ihr bei mir gelernt habt. Schon gut. Es geht hier nicht um Herrn Schrack. Es geht hier um die Schule. Wir haben Rücksicht zu nehmen auf unseren Ruf und damit auf die öffentliche Meinung. Aber Herr Direktor, vorläufig ist der Ruf ja noch gar nicht gefährdet. Nee. Lieber Herr Kollege, darin muss ich dem Herrn Direktor recht geben, dass immerhin durch diese anonymen Briefe eine gewisse Unruhe hervorgerufen werden könnte. Ach, regen wir uns doch erst auf, wenn es wirklich so weit ist. Also gut. Ich will die Sache ruhen lassen, solange die Öffentlichkeit mich nicht zu anderen Maßnahmen zwingt. Wow. So viele Einladungen sind zurückgekommen? Das sieht ja direkt nach Boykott aus. Das ist noch niemals vorgekommen, Herr Peter. Das ist direkt ein böses Nomen. Omen, Lemke, Omen. Siehst du? Da haben wir den Salat. Ja, nun können wir uns ja toll amüsieren, aber alleine. Ja, und ich muss zum Herrn Direktor gehen, pflichtschuldigst Bericht erstatten. Nein, Lemke, also der Direktor darf überhaupt nichts davon erfahren. Ja, sonst bläst er ja noch das ganze Fest ab. Oh, Lemke, geben Sie her, wir erledigen das selber. Ja. Und vom Direktor Schnauze, Lemke. Aber auf Ihre Verantwortung. Schön, meine Damen und Herren, auf Ihrer aller Verantwortung. Jawohl, jawohl, jawohl. Also Kinder, das Fest muss unter allen Umständen stattfinden. Jawohl. Und der Schrack, der muss gefeiert werden. Jawohl. Wir haben ihn ja hereingerissen. Wir müssen ihn doch wieder rausreißen. Ja, schön, Kinder, aber wie? Ohne Gäste. Ach, ohne Gäste, ohne Gäste. Die Gäste müssen eben alle her. Jawohl. Hier zum Kriegsrat. Kommt alle mit. Du und du und du. Und los, und die anderen, die da weiter dekorieren. Und ich? Du musst erst mal lernen, was Kameradschaft ist. Komm!
Schrack! Ich gratuliere Ihnen. Sie fangen an, berühmt zu werden. Sie haben schon Feinde. Dankeschön. Aber wissen Sie, wenn es sich wenigstens um eine offene Feindschaft handeln würde, dass man sich wehren könnte? So, Menschenskind. Regen Sie diese blödsinnigen Briefe wirklich so auf? Ach, um mich handelt es sich ja gar nicht. Aber ein Mensch kann mit hineingezogen werden, der... Aber, lieber Kollege, erstens ist das Bild gegen den Willen ausgestellt worden. Zweitens kann man sich unter dem Hotel vorstellen, wenn man will. Und drittens, machen Sie sich doch keine Sorgen. Was kann denn schon passieren? Da ist denn hier los? Am Donnerwetter nochmal kommt man denn überhaupt nicht mehr zum Telefonieren. Wir sehen nicht gut, weil diese Menschenschlangen an der Leute. Und dann wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie diese Nachricht auch Ihren Bekannten weitergeben würden. Danke vielmals. Ganz recht, es handelt sich um die anonymen Briefe. Ach, Sie haben doch keinen Brief bekommen. Ja, dann gestatten Sie, dass ich es Ihnen ganz kurz erzähle. Sie sind wohl verrückt geworden. Sie rufen jetzt zum dritten Mal an. Himmel, Gott! Sie haben ganz für einen geschmacklosen Reklametrick. Ja, 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 ich auch, natürlich. Aber was soll man machen? Ich war die Hauptsache ist, dass Sie kommen. Ja. Vielen Dank. Ja, danke doch. Ja, lieber Herr Alten, wir haben Sie damit den anonymen Briefen nur irre geführt. Es handelt sich um einen Reklametrick der Schule. Um alle Bedenken zu zerstreuen, bekommen Sie heute Punkt 12 Uhr das Modell zu sehen. Ja. Vielen Dank, mein Herr. Ja. Vielen herzlichen Dank. Ich hab's ja gleich gesagt, das war nur ein Scherz. Also Bruno, wir besuchen doch den Akademieball, nicht wahr? So. Bitte zwei Karten. Siehst du, ich hab dir gesagt, du sollst die Karten nicht zurückschicken. So, auf hier den Mantel. Und nun noch Pfiffchen. Komm, Pfiffchen. Ja, komm zu der Tante. Den Hund kann ich aber leider nicht annehmen. Ach, wieso? Nein, das ist verboten. Man muss doch aber an der Garderobe einen Hund abgeben können. Hören Sie mal, wir können doch den Hund nicht mit den Sahnen hineinnehmen. Ich dauere sehr, aber meine Vorschrift. Das ist doch unglaublich. Wo ist der Direktor? Worum handelt es sich, meine Herrschaft? Hören Sie mal, die Frau hier in der Garderobe will uns den kleinen Hund nicht aufheben. Das darf sie auch nicht. Ja, aber wir können die doch nicht mit in den Saal nehmen. Nein, das dürfen Sie auch nicht. Was können wir denn damit machen? Na, Sie können mir... Was können wir denn? Sie können mir ja privat den Hund in Aufbewahrung geben. Ach, das ist aber sehr lieblich. Ja. Vielen Dank. Wie heißt er denn? Pfiffchen heißt er. Ach, Pfiffchen, ein schöner Name. Also, danke schön. Na, komm, Franz. Meinung. Ehrlich gestanden, lieber Baumann, mir fällt ein Stein vom Herz. Ja, Herr Direktor, moderne Menschen reagieren eben anders auf anonyme Briefe. Ich sage Ihnen, es ist etwas dran an dem Brief. Das ist ganz gut. Neugierig geht ins Nasenbett. Wissen Sie, warum es heute so voll hier ist, Herr Schrack? Warum denn? Ihres Modells wegen. So was für ein Modell. Na, nachdem Sie Ihr berühmtes Bild gemalt haben. Na und? Das wird heute Punkt 12 Uhr gezeigt. Moment mal. Ach, das ist natürlich wieder das ist ein dummer Scherz von euch, ja? Vielleicht? Ja. Sie haben noch keine Mütze, mein Herr. Ich benötige keine. Aber Sie müssen zwar. Wollen Sie einen Popanz aus mir machen? Aber Herr Alfkin, mitgefangen, mitgehangen. Sie werden doch kein Spaßverderber sein. Ich werde Ihnen eine schöne Mütze aussuchen und dann kaufen Sie mir zum Dank ein paar Lose. Aber nein, Sie machen ja einen alten Türken aus mir. Aber diese hier, die steht Ihnen ausgezeichnet. Das ist eine Studentenmütze. Aus den Jahren bin ich schon draußen bei den Sachen. Aber als Bajazzo? Nee, da sehe ich ja aus wie ein lebender Finger. Also wissen Sie, Herr Bruno, Sie sind immer noch genau derselbe nette Mensch, der Sie damals waren, als wir uns kennenlernten vor... Sprechen wir nicht drüber. Und Sie sind noch viel netter geworden. Ach, nicht doch. Flüsterchen? Oh, voll verliebt, danke. Ausgezeichnet. Sie hatten damals ein süßes Kleidchen an. Ja? Es war blau. Nein, es war rot. Nein, es war blau. Herr Bruno, es war rot. So blau wie dieses. Ja. Wollen wir noch mal? Nein, jetzt wollen wir mal tanzen. Sollen die anderen mal spielen? Fashion Foxtrot für uns beiden Hübschen hier. Das ist ja Barbara. Bist du schon wieder rückfällig? Oh, entschuldigung. Wie sehr? Bruno!
entschuldigen Sie, dass ich Ihnen den jungen Menschen entführe. Ach, nicht doch. Ich sehe Sie doch wieder, ja? Bestimmt. Ja, Bruno, ich verstehe Sie gar nicht. Warum kümmern Sie sich denn gar nicht um Gussi? Ja, ich suche Sie ja, aber sie ist immer unterwegs. Ja, dann müssen Sie eben nachlaufen. Sie müssen ihr Glück suchen. Warum sind Sie eigentlich vorhin so erschrocken, als ich Sie nach Ihrem Modell frage? Weil ich nicht möchte, dass man erfährt, wen ich gemalt habe. Dann ist es wohl gar kein gewöhnliches Modell. Nein. So. Herr Schrank? Ja? Sie müssen mir ein paar Lose abkaufen. Sonst werde ich eifersüchtig. Dann geben Sie her. Oma! Noch eine Flasche Shampoo. Nein, ich möchte. Knispel, gib mir einen Cognac. Ach, Barbara, was ist denn mit dir? Wo ist denn dein Schatten Peter geblieben, ha? Peter! Schon besetzt? Peter, tanz doch mit mir. Ach, Nismus, häng doch mal meiner Witwe einen Cognac ein, ich zahle ihn aber. Also, Bruno, ich bin begeistert von Ihnen. Sie sind ein Schwiegersohn, wie ich mir gar nicht besser wünschen kann. Solide und doch charmant. Ach, Bruno, wir wollen doch du zueinander sein, ja? Ja, ja, Bruno, du. Schwiegerpapi, du. Bruno, also, ich weiß gar nicht, was Kussi will. Na, ich finde dich entzückend. Alchen? Ich möchte Ihnen nur Ihre Tochter zurückbringen. Ah, Schrack, das ist ja sehr liebenswürdig. Darf ich die Herren miteinander bekannt machen? Herr Bruno Kranitz, Herr Schrack. Unser Schrack. Kranitz. Ich habe Sie überall gesucht. Ach, wir haben wunderbar getanzt. Ich habe mich herrlich amüsiert. Herr Schrack, ich bin ja so glücklich. Wissen Sie, wer das ist, der Bruno? Das ist derjenige, welcher. Heute Abend klappt's. Wollen Sie nicht bei uns Platz nehmen, Herr Schrack? Nein, vielen Dank. Bitte sehr, 13. Gib mir das mal auf, ich komme gleich wieder. Lepke, gib mir einen Cognac. Bitte sehr, Herr Schrack. Das hilft gegen alles. Herr Schrack, Sie haben vergessen, mich den Tanz aufzufordern. Na bitte. Kommen Sie, wir wollen tanzen. Aber gerne. Nun, liebe Knispel, wie finden Sie das fest? Oh, verehrte gnädige Frau, darf ich mir die bescheidene Rückfrage erlauben, wie Sie es finden? Es kann ganz amüsant ja, werden. Ja, nicht wahr? Unter uns gesagt, mein Mann, das einfältige Gemüt, wartet noch immer auf das Modell. Aber mir kann man doch nichts vormachen. Das richtige Modell wird man doch nicht zeigen. Das gäbe doch einen Skandal. Also, Sie können mich totschlagen. Ich glaube an die anonymen Briefe. Wissen Sie, dass dieses Fest mein Abschied ist? So? Ich fahre zu meinem Vater nach Bielefeld. Der will mich dann nach Paris mitnehmen. So was darf man sich doch nicht entgehen lassen. Natürlich. Da wünsche ich Ihnen eine gute Reise. Ich dachte, Sie würden traurig sein. Und dann diese Schüler. Alle in denselben Anzügen. Man kennt sich gar nicht mit ihnen aus. Aber nee, verlassen Sie doch. Junge Menschen. So eine kleine Albernheit. Ja, gestattest du, dass ich auch mal mit dir tanze? Aber gerne. Wir haben aber eine liebenswürdige Gattin. Ja, ja, Schamant, ja. Apropos, wie finden Sie Gussis Bräutigam? Passt er nicht großartig zu ihr? Wie kommen Sie darauf? Ich finde ihn sehr nett. Ich freue mich so, dass Ihr Vater und ich uns so gut verstehen. Wie gefällt Ihnen eigentlich Schrack? Für solche Leute kann ich mich nicht erwärmen. Ist doch aber ein wunderbarer Künstler. Künstler? Maler? Ist doch unmodern. Heutzutage fotografiert man doch. Ach Gott, sind Sie aber geistreich. Also, grüß dich. Grüß dich, ihr Füßen. Jetzt werde ich Ihnen mal etwas verraten. Ja? Wissen Sie, wer das ist, der da mit meiner Tochter tanzt? Wenn der Tanz vorbei ist, dann ist er vielleicht schon Bräutigam. Na, Kinder! Kinder, wie war's? Noch wunderbar! Wundervoll, ich bin direkt begeistert. Was? Der Bruno! Und du hast nicht... Doch, ich habe, lieber... Ja, ja, Bruno, ich weiß, aber... Bruno, du musst doch endlich einmal das erlösende Wort... Ja, das habe ich, hier... Bruno, nein. In Worten und Bildern zu berichten. Ohnehin zu oder hinweg zu dichten.
wir uns diesen bösen Status nun erwehren und diesen Fall sogleich zu finden euch erklären. Sehen Sie diese Mädel ins Gesicht, ist es die, von der man spricht? Doch die Möglichkeit besteht eventuell, dass sie hier das Aktmodell. Ja, man spricht so manches in der Stadt. Tun Sie mir den einen Gefallen, gehen Sie nicht dahinter. Warum denn nicht? Ich möchte es nicht gern. Lass los, du kommst jetzt dran. Dass ein Maler eine Nacht geschaffen hat. Doch man weiß nicht genau, wer wie was. Was Frau Müller und Frau Schulze sich erzählen. Ist die neueste Sensation. Was Frau Müller und Frau Schulze sich erzählen. Wissen alle Leute schon. Denn man liebt ja das Getratsche. Jeder hört es und erzählt es weiter dann. Oh. Und wie schön ist solch Geplatsche. Und wie herrlich, wenn man Schlechtes reden kann. Was Frau Müller und Frau Schulze sich erzählen, wer das hört, ist einfach platt. Was Frau Müller und Frau Schulze sich erzählen, ist die neueste Sensation. Was Frau Müller und Frau Schulze sich erzählen, wissen alle Leute schon. Denn man liebt ja das Geplage. Jeder hört es und erzählt es weiter dann. Ach, wie schön ist solch Geplage. Was Frau Müller und Frau Schulze sich erzählen, wer das hört, ist einfach klar. Und jetzt, meine sehr verehrten Herrschaften, werden Sie erfahren, wer es war. Des Malers Fantasie. Wir von der Ehrentanz für Schrank. Für mich bleibt der Mann belastet. Und was sagen Sie? Ich ahne es nicht. Mit einem kleinen Scherz, dann müssen Sie jetzt reden. Ja, jetzt müssen Sie reden. Also, jetzt werde ich reden. Ja, also dann können wir ja noch einen trinken. Ja, ausgezeichnet. Wundervoll. Jetzt trinken wir einen. Mein Gussi, ich möchte Sie nachher sprechen. Ja. Direkt, müssen wir doch auch ein Los abnehmen. Danke. Das ist ja eine Schweinerei. Das ist ja gar nicht zu glauben. Was ist das? Das ist ja toll. Ich habe ja auch gesagt. Das ist ja toll. Also den Gussi Alfke. Doch so eine Unverschämtheit. Thomas ist ja noch gar nicht da gewesen. Ich heiße Eberhard. Ich bin Karl-Heinz. Herr Alfken. Karl-Heinz, Bruno, ich sehe es dir an, dass du reden willst. Jawohl, ich muss sogar mit Ihnen reden. Das ist gut, bravo. Ich weiß schon, was Sie sagen. Nein, das wissen Sie nicht. Ich muss mit Ihnen etwas sehr Wichtiges sagen. Aber sag doch nicht Ihnen zu deinem Schwiegervater. Niemals sind Sie mein Schwiegervater und werde es Gott sei Dank niemals werden. Wissen Sie, wer das Modell war? Bitte. Bitte. Das kann ich mir nicht mehr erzählen.
Fräulein Gussi. Ich fürchte, es war nicht richtig, dass ich bisher geschwiegen habe. Ich muss es Ihnen jetzt sagen. Ich habe Sie gemalt. Herr Schrank. Ja, nun. Dann sind Sie mir wohl sehr böse. Na, aber lieber, guter Herr Schrank. Sie waren es noch, mit meiner Tochter hier herumzustehen? Komm sofort mit. Ja, Sie werden doch von mir hören. Jawohl. Schrank, ich erwarte Sie morgen in meinem Büro. Oh, wege Gott. Was machen wir denn da? Der Apfelschrank. Da müssen wir dem Schrank doch helfen. Natürlich. Ja, jetzt haben wir einen Salat. Hey, 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 hey. Schrank, Sie tun mir ja furchtbar leid. Es ist eine scheißliche Sache. Wenn ich nur diese Person erwischen könnte, die das angerichtet hat. Ach, du liebe Zeit, du liebe Zeit. Wartest du immer noch auf dein Modell? Ich hab schon gleich gewusst, dass die Sache nicht stimmt. Auf einmal. Nanu, was hast du denn? Warum heulst du denn? Was ist denn? Ich heul doch gar nicht. Lass mich doch, was willst du denn immer von mir? Moment mal, Hymne anziehen. Ah, bist du auch noch immer da, Eohan? Sie sind wohl wahnsinnig geworden. Wie komme ich denn hier am schnellsten zum Direktor? Zu Fuß, mein lieber Eohan. Herr Lemke, Sie sind wohl noch betrunken. Jawohl. Das hilft gegen alles. Ist ja unerhört. Unerhört. Links und dann rechts. Eberhard. Herr Direktor, Sie sehen vor sich einen unglücklichen Vater. Ein Vater, auf dessen Kind man mit Fingern zeigt. Und zum Teil auch auf mich. Ich laufe Spießruten durch die ganze Stadt. Die Blicke aus den Fenstern durchbohren mein väterliches Herz. Und aber Herr Alte, bitte haben Sie die Güte, mich zu Ende reden zu lassen. Ich will mich kurz fassen. Meine Galle reicht nicht aus. Ich frage Sie, ob es zu den Gepflogenheiten Ihres Instituts gehört, dass die Lehrer ihre Schülerinnen im unbekleideten Zustand malen. Herr Alten, Sie sind im Irrtum. Herr Schrack hat das nicht getan. Ja, das sagt er. Und meine Tochter sagt das auch. Aber selbst wenn ich das auch glauben würde, die ganze Stadt glaubt es ja nicht. Was nützt das, wenn ich zu Hunderttausenden von Einwohnern hinlaufen würde und ihnen sagen, der Maler hat meine Tochter gar nicht so gemalt? Ja, kann ich es denn beweisen? Ja, können Sie es denn beweisen? Nein. Na. Aber Herr Schrack hat mir den Beweis selbst angeboten. Wo ist denn nur die Skizze? Hier in der Mappe ist sie doch drin gewesen. Ach, heulen Sie doch nicht so. Davon kommt die Skizze auch nicht wieder her. Haben Sie denn keine Ahnung, wo sie hingekommen sein kann? Ich will Ihnen was sagen, Herr Schrock. Ja? Ich habe die Skizze... Was? Ich habe die Skizze heimlich jemand gezeigt. Ich habe das bloß gut gemeint. Ja, wem haben Sie sie denn gezeigt? Na los, dann reden Sie schon. Fräulein Knispel. Moment mal! Einen Augenblick, bitte! Einen Augenblick! Ja, herein. Da. Ach, Hampel, du bist. Na, was ist denn? Ich wollte dich nur mal fragen, ob du was von den anonymen Briefen weißt. Ich? Von den anonymen? Bist wohl wahnsinnig geworden. Ja, ja. Du warst doch gestern Abend so merkwürdig auf dem Fest, hm? Ich weiß von nichts. Du Knispel, ich warne dich. Wenn du eine Schweinerei gemacht hast, es tut mir leid, meine Herren, ich kann die Zeichnung nirgends finden. Es muss sie jemand weggenommen haben. Gestohlen? Ach, wie merkwürdig. Ich hoffe, es wird den Herren genügen, wenn ich versichere, dass das stimmt, was ich vorher gesagt habe.
Mir würde es gelingen. Mir leider nicht. Ich brauche den Beweis. Ich brauche den Beweis für die Öffentlichkeit und ich brauche den Beweis, um Gussi wieder in die Arme ihres Bräutigams zurückzuführen. Und wenn Sie mir diesen Beweis nicht erbringen, dann werde ich dafür sorgen, dass Sie die Schule verlassen. Es wird sich ja alles aufklären. So? Ich meine, der anonyme Briefschreiber hat auch die Zeichnung mit fortgenommen. Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Da haben Sie denn gar keinen Verdacht, Schrack? Herr Direktor, ich halte es für besser, ich stelle meinen Posten zur Verfügung. Du, Hampelmann, ich bin ja so glücklich. Warum denn? Er hat mich wirklich gemalt. Ich wäre verrückt. Du, dann liebt er dich ja. Ja, ja. Du, und wenn die Briefe nicht gewesen wären, hätte ich nicht mehr erfahren. Moment mal, du. Wegen der Briefe, da kannst du dich vielleicht bei Fräulein Knispel bedanken. Wieso denn bei der gerade? Ich fresse einen Besen, wenn die nichts mit der Sache zu tun hat. Das ist ja lustig. Du, nimm die Beine runter. Vater kommt. Das ist ja spaßig. Die Ernennung des Malers Johannes Schrack zum Professor an der Kunstakademie in... Nein, das werde ich ihm verteilen. Hier schmutzige Sachen machen und dann die Treppe herauffallen. Ach, verzeihen Sie, ich habe vorhin für mich gar nicht bemerkt. Aber was hat denn... Was hat denn Schrack getan? Was er getan hat? Seine Verlobung auseinandergebracht, das hat er getan. Mama hat mich doch nicht so gemalt. So, ja, aber Bruno glaubt es und die ganze Stadt glaubt es. Und die Zeichnung, die alles hätte aufklären können, die kann er jetzt nicht dabei schaffen. Ausgerechnet jetzt, wo er sie braucht, da ist ihm angeblich abhanden gekommen. Nur wer braucht sie denn schon, Papa? Ich brauche sie, mein Kind. Ich will den Beweis in meinen Händen haben. Und wenn er mir den Beweis nicht erbringen kann, dann soll er mich kennenlernen. Dann werde ich alle Hebel in Bewegung setzen, dass er fliegt. Und wenn ich von Pontius zu Pilatus laufen soll. Moment mal, Herr Alten. Bevor Sie Ihre Galle gänzlich aufbrauchen. Wir bringen Ihnen die Skizze, worauf Sie sich verlassen können. Na komm, gib Küsschen. Hampel, was machst denn du hier? Wie siehst du aus? Du! Das wirst du gleich erfahren, Angeklagte. Schweig! Lasst mich doch los! Was wollt ihr denn von mir? Ihr habt mich durch einen falschen Brief hierher gelockt. Und was hast du gemacht? Du hast anonyme Briefe geschrieben. Ja. Du hast getratscht! Ja. Das Schulgericht beginne. Richter, nehmt eure Sitze ein. Ja. Angeklagte, harre des Urteils. Was wollt ihr denn von mir? Werde mich über euch alle beschweren, dann seid ihr alle herein. Ja, das kannst du nur. Beschweren kannst du dich nachher. Da kannst du dich sogar bei deinem Vater beschweren. Können wir glauben, dass auch ich den anonymen Briefschreiber aufs Tiefste verachte? Deswegen halte ich es für das Wichtigste, diesen Briefschreiber ausfindig zu machen. Und sei es mit Hilfe der Polizei. Man mache alles bereit. Was ist denn? Was ist denn? Was habt ihr denn vor? Das wirst du gleich sehen. Eine letzte Frage. Hast du die anonymen Briefe geschrieben? Nein. Los! Hast du sie geschrieben? Hast du die anonymen Briefe geschrieben? Nein! Hast du? Nein! Los! Ja! Schrack hat doch sein Ehrenwort gegeben. Aber darüber hinaus hat er die Zeichnung als Beweis angeboten. Und die kann er nicht herbeischaffen. Und die Öffentlichkeit verlangt, sie zu sehen. Und du hast auch die Zeichnung geklaut. Das sage ich dir auf den Kopf zu. Ich weiß von keiner Zeichnung. Ruhig! Natürlich hast du sie. Sonst hättest du ja gar nicht die anonymen Briefe geschrieben. Und deshalb bin ich gezwungen, die Sache weiterzuleiten. Es tut mir leid, aber wir werden das Disziplinarverfahren gegen Schrack nicht aufhalten können. Herr Direktor, Sie tun ja, als wenn Schrack ein Beamter wäre, der silberne Löffel gestohlen hat. Und vergessen ganz, dass er ein großer Künstler ist. Lieber Herr Baumann, ich habe Herrn Schrack im Rahmen der Schule als Lehrer zu betrachten. Verzeihen Sie, Herr Direktor, aber ich glaube, Sie sind nicht ganz objektiv. Und wo ist die Zeichnung? Ich habe keine Zeichnung. Los! Hast du die Zeichnung? Nein, 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 nein! Los! Ja, 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 ja! Und wo hast du sie? In meinem
an Tag und schleppen Sie zu Ihrem Vater. Kinder, lass sie los. Wir sind doch hier schließlich keine Polizei. Was wir erreichen wollten, haben wir erreicht. Ja, Kinder, Susi hat recht. Lasst sie laufen. Aber das sage ich euch, dass jeder von euch vom Direx die Schnauze hält. Jawohl. Lasst sie laufen. Geh weg. Los. Solange wir laufen sind und wir glücklich sein und uns Bruno, Bruno, sei doch vernünftig. Er hat sie ja gar nicht so gemalt. Nein, nein, er will es ja beweisen. Gedulde dich doch etwas. Gott, diese blöde Skizze, die wird sich doch finden lassen. Bruno, hallo, hallo Bruno. Ein alberner Kerl. Das finde ich auch. Ja, was machst du denn da für dummes Zeug? Wie kannst du denn ein so wichtiges Gespräch trennen? Nimm mal das dumme Ding da weg. Wie? Na los, er weg. Reg dich nicht auf, Papa. Ich hab dir was mitgebracht. Das ist ja großartig, das ist ja die Skizze. Das ist ja wundervoll. Weißt du, mit wem ich soeben sprach? Mit Bruno. Wie war doch gleich seine Nummer? 75, 83. Gott, das ist ja auch ganz egal. Ich bin ja so glückhaft verwirrt. Also gib mir das Bild, ich werde es Bruno bringen. Moment mal. Erst musst du alles zurücknehmen, was du gegen Schrack gesagt hast. Aber natürlich, Schrack ist ein reizender Mensch. Finde ich auch. Also jetzt gib mir das Bild. Nein, 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 das Bild bekommt jemand ganz anderes. Schrack ist ein reizender Mensch. Rein. Sie kommen wohl wegen der Skizze. Es tut mir leid, ich habe sie immer noch nicht gefunden. Hier ist. So. Das ist ja sehr erfreulich. Dann können Sie ja die Skizze Ihrem zukünftigen Bräutigam zeigen. Und auch Ihr Herr Vater wird zufrieden sein. Wenn ich sie meinem zukünftigen Bräutigam zeige, lieber zerreiße ich sie. Fräulein Bussi. Keine Sorge. Ich hätte sie ja sowieso nicht getan. Dazu ist sie mir viel zu viel wert. Haben Sie nicht einmal gesagt, dass Ihnen die Frau, die Sie gemalt haben, sehr viel bedeutet? Bussi. Ach, da ist ja die Skizze. Tja, ich bin wirklich froh, dass alles in Ordnung ist. Ja. Es hätte mir wirklich leid getan im Schrank. Schade, dass der anonyme Briefschreiber nicht gefasst worden ist. Tja, schade. Du, Papa, ich möchte nur schnell was sagen. Weißt du, ich habe mir's überlegt. Ich möchte doch nächstes Jahr lieber den Bildhauerkurs bei Professor Riedel besuchen. Noch an Barbara? Welcher bestimmt?